Heute wieder unser vierteljährliches Quartalsreview, jetzt zum ersten Quartal 2023 unseres 40er Dividendenwachstumsportfolios. Und so viel kann ich schon verraten. Wir liegen zwar immer noch deutlich vorne, aber im ersten Quartal haben wir ein bisschen unseres Vorsprungs gegenüber dem MSCI World, also unserem Benchmark-Index, abgegeben. Ja, wie ist jetzt die Performance seit Auflage gegenüber unserem Benchmark-Index, dem MSCI World? Und wir haben ja hier den Amundi gewählt als ETF, der in Euro denominiert ist, nochmal wichtig. Ja, und unser Dividenden-40er-Portfolio. Und wir nehmen immer an, es ist beides Total Net Return, dass wir immer die Dividende sofort reinvestieren. Und unter diesen beiden Voraussetzungen sehen wir, der MSCI World hat seit dem 22.12.2021, also seit Auflage unseres 40er-Dividenden-Wachstumsportfolio, knapp 9% verloren. Wir haben ungefähr 1,6% gewonnen mit Reinvest der Dividenden und sind damit gut 10% vorne. Und schauen wir uns das erste Quartal an. Und da sehen wir, der Vorsprung war ja noch in der letzten Quartalsperformance ca. 14%. Wir haben jetzt in dem Quartal ein bisschen verloren gegen dem MSCI World. Aber das war auch immer unsere Hypothese. Ja, wenn der Markt eigentlich gut läuft mit unserem defensiven Portfolio, werden wir tendenziell ein bisschen schlechter performen als der MSCI World. In Krisenszenarien tendenziell ein bisschen besser. Jetzt hatten wir zwar zwischendurch diese Mini-Bankenkrise, aber das hat sich jetzt relativ schnell wiederholt. DAX stand jetzt wieder bei 15.500 Punkten. Das heißt, hier sehen wir, MSCI World hat 4,1% gewonnen. Wir nur 1,8% im ersten Quartal. Also wie gesagt, hier hat uns der MSCI World out performt. Schauen wir uns jetzt mal die beiden Bereiche an, in die wir schwerpunktmäßig investieren, nämlich Aktien und REITs. Ja, wir haben ungefähr 2/3, 1/3 in der Aufteilung gemacht und da sieht man, die Aktien haben sich eigentlich sehr gut geschlagen seit Auflage, plus 5,7%. Die REITs doch relativ stark abgestraft, ja, minus 23%, im Wesentlichen auch, weil REITs natürlich einen großen Fremdkapitalanteil haben. Bei Immobilien wird ja häufig 50% EK, 50% Fremdkapital gemacht. Jetzt haben wir einen sehr starken Swing in den Zinsen gesehen. Ja, Zinsen sind so stark angestiegen wie noch nie in den letzten 40, 50 Jahren, ja, plus 3, plus 4% bei den Fed-Zinsen. Und das sehen wir jetzt hier, das hat sehr stark auf die REITs gedrückt und deswegen sind die jetzt mit gut 20% im Minus. Das hat allerdings auch damit zu tun, dass natürlich die REITs überwiegend in Dollar denominiert sind. Der Dollar hat jetzt wieder etwas an Wert verloren gegenüber dem Euro die letzten Wochen, war ja mal irgendwann bei einem 1:1 fast, jetzt wieder 1:1,1. Ja, das heißt, da hat man auch sicherlich 8-10% liegen gelassen. Gehen wir jetzt mal in die einzelnen Bereiche, Segmente rein. Da sieht man Basismaterial bei uns, das ist im Wesentlichen ja Rio Tinto, BASF, ja relativ stabil, 2,7% im Plus. Business Development Companies, da sind wir auch leicht im Plus, aber im Wesentlichen über die Dividendenzahlung. Auf der Kursseite haben die etwas verloren, ja, Rezessionsängste, das könnte natürlich auch zu Ausfällen führen. Dann Kommunikation, liegen wir sehr gut in der Entwicklung, 15,7%. Im Wesentlichen liegt das an einem Wert, das sehen wir nachher nochmal. Consumer Staples hat sich auch gut gehalten. Ja, Konsumgüterindustrie ist ja relativ krisenresistent, 4,4% im Plus. ETF Emerging Markets, ja, ist ja hier auch in dem 40er-Portfolio noch drin mit ungefähr 5-6%. Ja, 5-6%. Und da liegen wir 12% hinten. Ja, klar, in Krisensituationen gibt es häufig die Flucht aus Emerging Markets rein in den Dollar, rein in sicherere Länder, westliche Industrieländer. Deswegen hier ETF minus 12%. Der Finanzdienstleister relativ stabil, leicht hinten jetzt minus 0,6%. Das war vor der Finanzkrise, vor der kleinen Bankenkrise noch deutlich besser. Da lagen wir noch deutlich im Plus mit dem Bereich. Dann der Bereich Healthcare, ja, im Wesentlichen Pharma. 20% im Plus, Industrial 35,8% im Plus, das liegt im Wesentlichen an einer Aktie, das sehen wir gleich nochmal, Technologie leicht hinten und Transportation auch leicht hinten. Bei den REITs sieht es dann teilweise doch recht verheerend aus, muss man sagen, gerade die Büroimmobilien haben massiv gelitten, ja, minus 50% ungefähr und auch die Healthcare REITs, das sehen wir gleich nochmal, im Wesentlichen auch getrieben vom Medical Property Trust, minus 40%, auch das Thema Data Center relativ schwierig, ja, momentan auch rückgehende Nachfrage nach Rechenzentrumsleistung, das heißt, die Auslastungen gehen zurück, teilweise vielleicht auch ein gewisses Überangebot in dem Bereich, plus dann nochmal Dollarschwäche, ja, hat hier auch zu einem Abschlag von 37% geführt und selbst im Bereich Residential, und das sehen wir nachher noch, obwohl die auch wieder jetzt schön die Dividende erhöht haben, trotzdem hier auch ein Rückgang von knapp 30% bei den Aktienkursen. Gucken wir uns nochmal die einzelnen Aktien an, da würde ich jetzt hier in jede reingehen, aber so ein paar Highlights mal.
Überraschend, Rio Tinto hält sich trotz der starken Dividendenkürzung, die wir nachher noch sehen, ist ja die einzige Dividende, die faktisch gekürzt ist. Wir haben noch 13 Erhöhungen auf der Dividendenseite, kommen wir nachher nochmal. Trotzdem halten die sich relativ gut. Die hatten natürlich diese extreme Sonderkonjunktur bei Eisenerz im Bereich 2020, 2021. Das hat zu sehr hohen Dividendenauszahlungen geführt. Das normalisiert sich jetzt, aber immer noch eine relativ attraktive Dividendenrendite von 6-7%. BASF haben wir schon mehrfach erwähnt. Ja, da liegen wir doch ein Stück hinten. Starkes China-Exposure plus sehr energieintensiv und hohe Energiepreise. Das lastet sicherlich auf die BASF-Aktie. Communication, da sehen wir, habe ich gerade schon erwähnt, im Wesentlichen einen Kurstreiber, nämlich Deutsche Telekom, hat sich hervorragend entwickelt. Haben wir auch schon mehrfach ein Video dazu gemacht, war ja einer unserer High-Conviction Buys, ist voll aufgegangen, diese Wette. Auch bei Steffen und mir im privaten Portfolio ein absolutes Highlight. Ja, mittlerweile bei mir die zweitgrößte Position. Ich glaube, bei Steffen sogar die größte Position und in der sehr guten Entwicklung. Ja, 43,3% im Plus. Verizon auf der anderen Seite hat ein bisschen verloren, minus 18,5%. Aber wie gesagt, im Schnitt Communication mit 16% im Plus. Kommen wir zu Consumer Staples. Und auch da sehen wir, Coca-Cola und Pepsi haben sehr gut geliefert, haben auch wieder die Dividende erhöht. Das schauen wir uns nachher nochmal an. Da zeige ich auch nochmal genau, wie viel die jetzt die Dividende erhöht haben und wann die Dividendenerhöhung kommt. Ja, auf der anderen Seite Havesco Holding mit 13% im Minus, hat sich in den letzten ein, zwei Tagen wieder ein bisschen nach oben entwickelt, aber ist noch im Minus. Ja, die haben natürlich sehr stark von der Corona-Pandemie profitiert, dass da sehr viel Wein online bestellt wurde. Das hat sich jetzt wieder ein bisschen normalisiert. Ja, deswegen da ein leichter Rückgang. Procter & Gamble, Unilever mehr oder weniger auf Einstandskursniveau. Bei den Financial Insurance Werten, ja, da sind wir bei Allianz und Talang schön im Plus, sind ja auch zwei unserer Kerninvestments. ING hat ein bisschen gelitten unter der Bankenkrise, ist doch stark zurückgekommen. Ja, mit minus 13%. Prudential Financial, ja, als so ein Retirement-Versicherungsanbieter in den USA auch im Minus mit 14,2%. Obwohl sie auch die Dividende angehoben haben, ja, schauen wir uns da auch nochmal an. Aber sicherlich ING und Prudential Financial haben etwas stärker gelitten unter dieser kleinen Bankenkrise. Gucken wir uns den Bereich Healthcare Pharma an und da auch 20% im Plus. Also alle unsere ersten Investments haben sich sehr gut entwickelt. AbbVie, Amgen, Bristol Myers und auch Merck sogar mit über 50% im Plus seit Invest. Johnson & Johnson haben wir erst quasi im letzten Quartal reingenommen, weil wir ja umgeschichtet haben, gesagt, Lockheed Martin ist sehr gut gelaufen, war da mittlerweile 7% der Position, haben dann quasi umgeschichtet und haben da eine Erstposition in Johnson & Johnson gemacht, aber die haben jetzt ein bisschen gelitten, sind jetzt 7% im Minus, aber Johnson & Johnson ist schon ein Wert, an dem ich auch langfristig glaube, ja, deswegen AAA gerated, bleibt er natürlich auch im Portfolio. Industrial als Sektor auch sehr gut in der Performance, ja, 35,8% vorne, Lockheed Martin ist da sicherlich unser Kurstreiber schlechthin, ja, 129% im Plus. Man muss allerdings sagen, das ist ein bisschen verzerrend, weil wir haben einen Teil von Lockheed Martin verkauft, sodass hier der Gewinn auch auf die Gesamtinvestition gerechnet wird. Ja, also das ist der Gewinn, der quasi auch noch diese Aktie gut geschrieben wird, auch wenn wir schon einen Teil verkauft haben, deswegen hier 130% im Plus. 3M dagegen, ja, im Minus mit minus 33%, ja, die haben nach wie vor mit ihren Klagen zu kämpfen, aber haben auch wieder eine leichte Dividendenerhöhung gemacht. Im ersten Quartal schauen wir uns auch gleich nochmal an. Bei den Technologiewerten, ja, mit Broadcom haben wir wieder eine gute Kursentwicklung, plus 6%. Die haben ja auch im Dezember die Dividende um 10-12% erhöht. Ja, haben wir, glaube ich, schon bekannt gegeben im letzten Video. Apple relativ stabil, ja, da hilft natürlich die ständigen Aktienrückkäufe und die ständigen Investitionen von Berkshire Hathaway, von Warren Buffett, ja, das hält die Aktie doch sehr schön stabil. Cisco und Microsoft, ja, im Rahmen der Gesamtveränderung des Marktes, beide noch im Minus mit 8-7%. Ja, Microsoft, glaube ich, hat aber doch viel Potenzial, sind ja die Mehrheitseigentümer von ChatGPT. Ja, da wird ja sehr viel Fantasie reingelegt und deswegen auch in den letzten Wochen wieder eine sehr schöne Entwicklung von Microsoft nach oben. Ja, die waren ja schon mal bei $240, $250, jetzt wieder eher bei $290. Also hier sieht man wieder, man kommt wieder so langsam Richtung der alten Höchststände von $330. Kommen wir zum letzten Aktiensegment, Transportation. Ja, und da Deutsche Post doch immer noch stark im Minus mit 18%. Hat aber auch eine kleine Dividendenanhebung angekündigt, die jetzt auch auf der Hauptversammlung beschlossen werden muss. Gucken wir uns gleich auch nochmal an. United Parcel Service mit 1% im Plus und da gibt es auch erfreuliche Nachrichten, nämlich die haben auch die Dividende etwas stärker angehoben als Deutsche Post. Also da gibt es auch gute Nachrichten, die wir uns gleich nochmal anschauen. Gucken wir uns jetzt die REITs an. Im Großen und Ganzen doch relativ stark unter Wasser. Wie gesagt, die sehr hohen Zinsen belasten, plus jetzt auch für uns im Portfolio die Dollarabwertung gegenüber dem Euro wirkt jetzt auch negativ auf die Performance der Aktien. Ja, ist ja klar, wenn der Dollar quasi schwächer wird und der Euro stärker, dann sind die Dollarwerte in Euro umgerechnet niedriger.
niedriger und dementsprechend auch da die REITs unter Druck. Das gilt übrigens aber auch für die Aktien in den US, ja, das ist quasi identisch. Und das sehen wir jetzt hier, Digital Realty Trust, ja, unser Rechenzentrumsbetreiber, -37%, das ist schon etwas erschreckend, haben auch gerade nicht ihre turnusmäßige Erhöhung der Dividende gemacht, sondern haben sich stabil gelassen. Also da sieht man schon, da ist gerade Druck, ja, höhere Zinsen plus rückgehende Nachfrage nach Rechenzentrumsleistungen, das drückt gerade bei Digital Realty. Da kommen wir zum Healthcare-Bereich, da sieht man Healthcare Realty 23% unter Wasser, so ungefähr wie der Gesamtmarkt. Medical Properties Trust ist eine komplett andere Story, haben wir auch schon einige Videos zu gemacht, ist mit 57% unter Wasser, also stark zurückgegangen, werden ja sehr stark attackiert von Shortsellern, aber da gibt es ein paar positive News und da machen wir nochmal einen separaten Shorty zu, der kommt auch in den nächsten Tagen, wo wir dann nochmal berichten, was denn da gerade passiert. Im Bereich Industrials, ja, ist man mit zwei Werten so plus minus null. Ascenders ist 13,2% im Plus, Stack 18,3% hinten, also ein bisschen weniger als der Gesamtmarkt im REIT-Bereich. In Summe dann also minus 2,8%. Man muss schon sagen, einer der besseren Performer im REIT-Bereich. Mortgage REITs sind jetzt gerade mit dieser ganzen Bankenkrisenthematik und der Überlegung, wie ist im Bereich Commercial Real Estate denn momentan die Situation, fallen da jetzt vermehrt Kredite aus, auch relativ stark unter Druck, also da hier auch beide Mortgage REITs ungefähr knapp 20% im Minus. Bei Bürogebäuden sieht es auch sehr verheerend aus, bei Büro REITs ist klar, der Trend zum Homeoffice, das wirkt sich einfach aus, man hat sehr viel Angst, Befürchtungen im Markt, dass einfach die Mieten da rückläufig sind, dass die Auslastung stark zurückgeht und das spiegelt sich jetzt wieder. Boston Properties minus 47%, Easterly Government Properties hat ja mehr Government-Mieter, also wie zum Beispiel FBI oder Drug Enforcement Agency, da hat man jetzt weniger Befürchtungen, deswegen da nur minus 30%. SL Green sieht jetzt hier besonders schlimm aus, minus 91%, ganz so schlimm ist es allerdings nicht. Wir haben nämlich ja hier den Betrag ausgebucht, weil wir die Aktie verkauft haben und dann woanders investiert haben. Deswegen hier wird momentan der Gesamtverlust, der Gesamtverkaufsverlust verglichen mit den Dividenden und deswegen hier minus 91%. Ja, wie gesagt, das ist eine rein kalkulatorische Größe. Wenn man jetzt den alten Ist-Wert hier noch stehen hätte, reden wir eher bei minus 50-60%. Ja, kommen wir jetzt zu einem wirklich guten Wert, WP Carey, einer der wenigen Werte, die im Plus sind mit 6,5%, ja, weltweit aufgestellt, sehr kontinuierlicher Dividendenzahler, das zahlt sich hier aus, starke Bilanz. Der Bereich Residential auch hinten, ja, minus 28% im Schnitt, ja, Equity, Essex beide hinten, ungefähr so wie der gesamte Markt. Und im Retail-Bereich Realty Income, ja auch ein absoluter Goldstandard bei den Dividendenzahlungen, da auch relativ stabil. Spirit Realty Capital hat zwar auch die Dividende in den letzten Jahren immer schön kontinuierlich angehoben, aber auch mit minus 4,3% im Minus. Und Hamborner REIT, also quasi unser deutsches Investment mit minus 23%, da kommen wir leider auch nochmal drauf zu, ja, da ist die Dividende jetzt zumindest stabil gehalten worden. Also man streicht nicht die Dividende wie bei TAG oder LEG. Also hier kann man zumindest eine stabile Dividendenzahlung erwarten. Ja, in dem Portfolio sieht man, dass es wichtig ist, sehr breit diversifiziert zu sein. Man sieht, der ganze REIT-Sektor doch relativ stark nach unten gegangen. Die Aktien gleichen das dann wieder aus, plus Dividendenzahlung bringen eine gewisse Kontinuität rein. Der Dollar hat in den letzten Monaten jetzt auch nicht gerade zu einer guten Entwicklung beigeführt, aber wir sind immer noch deutlich besser als der MSCI World. Das ist immer noch ganz gut. Ja, aber breit diversifizieren ist hier das A und O. Ja, nach den etwas durchwachsenen Nachrichten zum Portfolio kommen wir zu den erfreulichen Nachrichten, nämlich auf der Dividendenseite. In Summe haben wir im ersten Quartal 13 Erhöhungen auf der Dividendenseite zu verkünden über diese gut 40 Werte und eine Dividendenkürzung. Gehen wir direkt in Medias Res. Ja, da sehen wir, der erste ist auch direkt der Dividendenkürzer Rio Tinto. Das war uns aber allen relativ klar. Ist ja ein sehr zyklisches Geschäft, hat sehr stark von den hohen Rohstoffpreisen im letzten Jahr profitiert, auch über die Ukraine-Krise und im vorletzten Jahr. Ja, und jetzt Dividendenkürzung von $4,17 auf $2,25, also minus 46%. Aber alle anderen Aktien, die jetzt dieses Jahr eine Anpassung der Dividende verkündet haben, entweder eine Erhöhung oder stabil geblieben. Freenet zum Beispiel erhöht die Dividende von 1,57 Euro auf 1,68 Euro um 7%. Ja, voraussichtlich auch wieder steuerfrei, was ja sehr schön ist. Coca-Cola hat die übliche Anpassung um 2 Cent nach oben gemacht pro Quartal, also um 44 auf 46 Cent. Das ist eine Steigerung von
von 4,5%. Pepsi sagt, ab Juni wird unsere Dividende um 10% steigen, von 1,15 auf 1,265, also auch eine sehr schöne Entwicklung. Auch unsere Finanzdienstleister haben alle geliefert. Ja, Allianz hat plus 5,6% von 10,80 Euro auf 11,40 Euro angekündigt. Prudential Financial haben den üblichen 5-Cent-Schritt bei der Quartalsdividende gemacht, um 4%, also eine Steigerung. Talangs hat erhöht von 1,60 Euro auf 2 Euro, was eine Steigerung von 25% entspricht. 3M hat auch erhöht, eher eine homöopathische Anpassung. Die haben ja noch so ein paar Rechtsthemen, wo die sich mit rumstreiten. Deswegen hier nur eine Anpassung von 1,49 Dollar auf 1,50 Dollar für die Quartalsdividende. Cisco hat auch angepasst von 0,38 auf 0,39 US-Dollar, eine Steigerung um 2,63%. Und auch die Deutsche Post hat angekündigt, dass sie eine Anhebung machen möchte von 1,80 Euro auf 1,85 Euro. Das sind 2,8% Erhöhung. Und UPS hat von 1,52 Dollar auf 1,62 Dollar erhöht. Das ist eine Anpassung um 6,6%. Im REIT-Bereich haben faktisch nur die beiden großen Residential-Anbieter, hier Equity Residential Essex, die Dividende angehoben um 6 bzw. 5%, und Realty Income, auf diese Zahl Verlass, auch um 3% ungefähr eine Dividendenanpassung. Und dann noch eine Kleinstanpassung von Stack, da auch wieder die üblichen 1 Cent pro Jahr, muss man sagen, von 0,1217 US-Dollar auf 0,1225 US-Dollar. Das entspricht einer Anpassung von 0,66%. Und Hamborn REIT hat angekündigt, man möchte die Dividende bei 47 Euro Cent stabil halten. Also unterm Strich 13 Erhöhungen auf der Dividendenseite. Das ist also eine schöne Entwicklung. Eine Kürzung bei Rio Tinto, die war allerdings erwartet worden. Und Hamborn REIT hält die Dividende stabil, was ja schon mal in dem aktuellen Umfeld eigentlich auch ein Erfolg ist. Wenn man sich die anderen deutschen Immobilienwerte so anguckt, die ja überwiegend entweder die Dividende halbiert oder ganz gestrichen haben, also da scheint man auch relativ gut aufgestellt zu sein, sodass man hier noch Konfidenz hat, die Dividende stabil zu halten. Ein bisschen enttäuschend war eigentlich Digital Realty, da hatte ich eigentlich schon eine Anpassung nach oben erwartet, aber die haben momentan halt auch relativ stark zu kämpfen mit dem Umfeld, deswegen nur eine stabile Dividende bei 1,22 Dollar. Zusammenfassend kann man sagen, ja, der REIT-Sektor hat zwar enttäuscht, aber die Gesamtperformance unseres 40er-Dividenden-Wachstumsportfolios ist doch immer noch besser als der MSCI World-Zeitauflage. Und auch die Dividendenstory ist weiterhin intakt. Doch eine Vielzahl der Unternehmen, der trotz der momentan schwierigen Situation, Ukraine-Krise, zwischendurch leichte Bankenkrise, die Dividende angepasst hat. Das heißt, das Dividendenwachstum läuft weiter. Wahrscheinlich werden wir dies ja nicht ganz die Inflation schlagen können, aber das ist normal. In Krisenjahren sind die Dividendenanpassungen kleiner. In guten Jahren sind die Dividendenanpassungen dann höher. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Gerne kommentiert nochmal, ja, welche Aktie ihr vielleicht nochmal hier kritisch seht in dem 40er oder welche ihr als besonders gut empfindet. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne nochmal den Daumen hoch machen, ein Like hinterlassen und uns natürlich auch sehr gerne abonnieren. Und ansonsten euch allen eine erfolgreiche Börsenwoche.